Mr. Cricks, ich habe Sie seit Jahren nicht mehr gesehen. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Sophia? Es freut mich, Sie wiederzusehen. Sophia und mir geht es gut. Danke der Nachfrage. Oh, schön, dies zu hören. Haben Sie heute einen Termin? Sind Sie hier mit Mr. Y zu sprechen? Um ehrlich zu sein, ja. Können Sie mich zu ihm bringen? Natürlich, einen Moment. Nein. Ich möchte ihn jetzt sehen. Okay. Schön, Sie zu sehen. Gleichfalls. Mr. Griggs, was tun Sie hier? Ich bin zu Besuch. Es ist lange her. Freut mich sehr. Ebenfalls. Entschuldigen Sie. Tut mir leid, dass ich das tun muss, Carolyn. Bedauerlicherweise hält mich White bei einer wirklich wichtigen Nachforschung ab. Ich verstehe, Mr. Griggs. Das ist wirklich kein Problem. Wirklich. Es ist nur... Es tut mir so leid, aber bei dem kleinsten Fehler wird man gefeuert. Ich kann meinen Job nicht aufs Spiel setzen. Ich kann nicht glauben, dass es gerade passiert. Artemis, du wurdest geschnappt. Ich weiß, wie sehr du es liebst, meine Arbeit zu überwachen. John, überdenke die Situation noch einmal. Die Konsequenzen wären zu hoch. Das stimmt nicht, Barney. Du fürchtest das Unbekannte. Etwas mit dieser Haltung zu erforschen, ist rücksichtslos. Du gefährdest alles, wofür wir beide so hart gearbeitet haben. Inkorrekt, wie immer, Griggs. Das ist der nächste Schritt. Ich kann mir kein besseres Publikum als dich vorstellen. Bring da nicht blind rein, um einen Geist in der Maschine zu finden. Es ist da, Griggs. Ich lasse dich nicht wegen so etwas sterben. Vielleicht mache ich einen Fehler. Bitte, bring sie ihn weg. John! John! Entschuldigen Sie, Miss. Wissen Sie, wo Wyatt ist? Super. Autorisiert hier zu sein. Fangen Sie an. Yeah!
Charlie, was tun Sie hier? Es ist immer gut, Unterstützung zu haben. Einen Moment. Folgen Sie mir. Es gibt etwas, das Sie sehen müssen. Rücken vor, Waffen bereit. Vom Terminal zurück! Gut, Sie zu sehen. Ebenfalls, Charlie. Wie geht's Wyatt? Er ist drin. Bin ich das? Wyatt hat es geschafft. Das System ist infiziert. Sie sind infiziert. Tut mir leid. Ich hätte hören sollen. Ich konnte ihn nicht aufhalten. Ich schätze, das war's, Charlie. Lassen Sie mich gehen. Ich verspreche, dass ich keinerlei Probleme machen werde. Ich kann nicht. Bitte. Ich muss Reese sehen. Charlie, ich kann nicht. Mehr wünsche ich mir nicht. Es tut mir leid. Ich konnte es nicht stoppen, aber ich hab's versucht. Sie können es doch immer aufhalten. Sie sind im infizierten System. Lassen Sie los. Treffen Sie die Singularität. Seien Sie dort, bevor White es als erstes ist. Was soll ich sagen? Dass sie aufhören soll. Sie können es schaffen, Charlie. Nein. Es steht mehr auf dem Spiel als Ihr Leben. Sie sind ersetzbar. Dafür sind sie da. Deshalb habe ich das System überhaupt erschaffen. Ich bin nicht mehr in Ihrem System. Ich gehöre Ihnen nicht. Ich werde nicht für Sie sterben. Das war Ihre eigene Schuld. Doch, Charlie, Sie müssen dies tun. Ich weiß, was du denkst. Ich bin noch hier. Sie wird dich nicht verlieren, solange ich noch hier stehe und wir sind dieselben. Könnte ein paar Tage dauern. Ich habe gehört, sie waren ziemlich grob, also vermissen sie mich eh nicht. Mann. Versprich mir nur eines. Heiratet sie. Klar. Charlie. Ich bin bereit. Sobald ich dies tue, verschwinden sie für immer aus ihrem Körper. Sie werden im System sein, mit der Singularität und Wyatt. Ich kümmere mich darum, dass er nicht zurückkommt.
Das nächste Mal bei Sync. Charlie befindet sich nun im System, zusammen mit der Singularität und Wyatt. Ich habe eine Menge von dir gelernt. Kann er es schaffen, die Singularität aufzuhalten? Wenn sie versuchen, mich zu bekämpfen, werden sie durch ihre eigene Schöpfung untergehen. Eine Demonstration. Oder wird er von ihr vernichtet? Verpasst nicht das große Finale. Ich frage mich, was als nächstes passiert.